Ich bin Anke Domscheit-Berg, 45 Jahre alt, verheiratet mit Daniel, der sitzt da, ein Sohn. Ich wohne da, wo Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sich treffen, habe in der DDR Textilkunst studiert und anschließend internationale Betriebswirtschaft in Westdeutschland und in England. Seitdem spreche ich 4 Sprachen fließend, alle in Europa beheimatet. Ich bin selbstständig nach 15 Jahren in der IT-Industrie, war mehr als 10 Jahre aktiv in Bürgerinitiativen und der Zivilgesellschaft, überwiegend mit dem Schwerpunkt Open Government. Bei den Piraten bin ich Themenbeauftragte für genau dieses Themenfeld, für Open Government. Ich bin Landesvorsitzende in Brandenburg und war Listen- und Direktkandidatin bei der Bundestagswahl. Ich bin zur Wendezeit 1989 politisiert worden. Ich habe damals erlebt, was Bevormundung, eingeschränkte Meinungsfreiheit, eingeschränktes Demonstrationsrecht und was Überwachung heißt. Meine Briefe kamen offen, mein Telefon wurde abgehört, die Stasi hat mich verhört und dazu in einen Wald gefahren. Ich weiß bis heute nicht, wo ich damals war. Harmlose Informationen wurden damals gegen mich verwendet, um mich zu erpressen und zu manipulieren. Ich weiß seitdem, dass es harmlose Informationen über Privatpersonen gar nicht gibt. Damals in einem totalitären Staat zu leben, in dem totalitäre Methoden Anwendung finden, war ja irgendwie normal. Heute lebe ich in einer Demokratie, für die wir damals auf die Straße gegangen sind. Und heute will ich nicht mehr die Methoden eines totalitären Staates erleben, denn dann ist es keine Demokratie mehr. Menschen, die überwacht werden, sind nicht frei. Ich will mich nie wieder so fühlen wie damals. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand anders, der in einer Demokratie lebt, sich so fühlen muss. Ich sehe aber, dass wir ein Möglichkeitsfenster haben, das sich gerade schließt. Wir sind den falschen Weg schon eingeschlagen. Wir sind keine lupenreine Demokratie mehr. Wir sind unterwegs in einen digitalen Totalitarismus. Ausländische und inländische Geheimdienste schachern sich die Daten der jeweiligen In- und Ausländer zu, ziemlich bescheuerte Konzepte in einer globalen digitalen Zeit. Geheimdienste sind außer Kontrolle geraten und wir müssen uns dagegen wehren. Eine Lektion, die ich in der DDR in der Wendezeit gelernt habe, ist: Widerstand ist möglich und sinnvoll. Und ohne Widerstand wird sich die Gesellschaft nicht so ändern, wie wir sie haben wollen. Ich habe ein Lieblingszitat, das ist von Alice Walker. The most common reason why people give up power is because they think they don't have any. Der häufigste Grund, warum Menschen Macht abgeben, ist, weil sie glauben, sie hätten keine. Ich möchte, dass ihr euch alle an die Wendezeit erinnert, auch wenn ihr da vielleicht noch gar nicht auf der Welt wart oder wenn ihr sie nicht persönlich erlebt habt. Erinnert euch an die Kraft, die das Volk auf der Straße damals hatte, an den Mut und die Chuzpe, die die Menschen damals hatten, als sie Stasi-Zentralen gestürmt haben. Aber auch an die runden Tische, die Glücksfälle der Demokratie, die es damals direkt in der Wendezeit gegeben hat und später leider nicht mehr und die Basisdemokratie par excellence waren. Ich möchte, dass wir Menschen vom Sinn des Widerstandes überzeugen, aus der Lethargie reißen, in der sie nur deshalb sitzen, weil sie glauben, sie könnten nichts verändern. Ich glaube, ich kann etwas verändern und ich will das auch tun, für uns und mit euch. Meine Ziele im Europaparlament verteilen sich auf verschiedene Inhalte. Zum einen möchte ich, das deutet sich, glaube ich, schon an, keine Überwachungsgesellschaft in Europa sehen. Ich möchte die Europäische Union sehen als Initiator eines internationalen Überwachungsabrüstungsabkommens. 500 Millionen Menschen können global einen Wandel bewirken. Ich möchte in Europa ein Verbot von Datenlieferungen an ausländische Geheimdienste.
Ich möchte eine Ächtung der Massenüberwachung von Mitgliedsländern gegenüber anderen Mitgliedsländern. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum es immer noch kein Vertragsverletzungsverfahren gegen England gibt, wieso da einfach nichts passiert. Ich will, dass die Vorratsdatenspeicherung zurückgenommen wird, wegen Verletzung der EU-Grundrechtecharta. Datenschutz ist ein Menschenrecht und als solches unveräußerlich. Wie gesagt, glaube ich, dass ein Möglichkeitsfenster sich gerade schließt. Und den Menschen, die uns auf der Straße sagen, oder gerne unseren Politikern, die uns erzählen, eine Demokratie missbraucht doch keine Daten, denen möchte ich mit einem Argument meines Vaters antworten. Mein Vater ist 78 Jahre alt. Mein Vater sagt, die kürzeste Zeit seines Lebens hat er in einer Demokratie verbracht. Er hat die Nazi-Zeit bewusst erlebt. Er hat die DDR-Zeit bewusst logischerweise erlebt. Und er sagt, woher soll er denn die Sicherheit nehmen, dass die Demokratie, die kürzeste Zeit seines Lebens erkennt, dass die da bleibt? Wer garantiert ihm denn, dass in 10, 20 oder 30 Jahren nicht wieder irgendeine andere Gesellschaft da ist, wenn allein er in seinem einzigen Leben schon zwei davon erlebt hat? Niemand garantiert uns das. Die einzige Sicherheit, die wir vor Datenmissbrauch haben können, ist die, diese Daten nicht zu sammeln. Wir brauchen auf europäischer Ebene aber auch einen Whistleblower-Schutz, damit man sich nie wieder so furchtbar fremdschämen muss, wenn ein Mensch wie Edward Snowden beim Vorzeigedemokraten Putin Zuflucht suchen muss. Ich möchte auch ein offenes Europa, denn in der DDR habe ich auch eine Zeit erlebt, in der Menschen an Grenzen gestorben sind, weil sie das Land verlassen wollten. Heute sterben Menschen, und zwar leider sehr viel mehr als damals, bei dem Versuch, in unsere Region nach Europa hineinzukommen, weil unser Reichtum für sie ein Ziel ist oder weil sie auf der Flucht sind vor irgendwelchen unmöglichen Verhältnissen oder politischer Verfolgung. Unser Reichtum ist aber nur mit ihrer Armut möglich und das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Da möchte ich Bertolt Brecht zitieren, der 1934 einen sehr schönen und sehr traurigen Vers gesagt hat, der sehr weise ist. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Wir vergessen viel zu oft, dass auch die Länder der EU nur reich sind, weil es andere arme Länder gibt auf der Welt. Wir investieren Milliarden in Überwachungsdrohnen und Abschottungstechnologie. Obwohl wir dieses Geld nutzen könnten, um Einwanderung zu ermöglichen und den Lebensstandard von Menschen überall auf der Welt zu verbessern. Ich möchte ein sozialeres Europa. Ich möchte eine Gesellschaft, in der man nicht darüber lacht, wenn man davon redet, ein Bruttosozialglück zu maximieren. Warum ist es komisch, möglichst viele Menschen möglichst glücklich zu machen, egal wie man das schaffen kann? Und es gibt dazu Forschung, man weiß, wie das geht. Eines der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Bruttosozialglück ist weniger Unterschied in einer Gesellschaft, weniger Spaltung in Arm und Reich. Das möchte ich für Europa. Ich möchte ein soziales Europa. Ich möchte dafür auch die Vision eines Europa-BGE entwickeln. 50% aller spanischen Jugendlichen haben keine Arbeit. Die Vision einer Vollbeschäftigung ist nicht nur in Deutschland unrealistisch, sie ist es erst recht in Europa. Wir brauchen aber Strategien für eine Zeit, in der Vollbeschäftigung nicht möglich ist, in der die Würde des Menschen nicht nur davon abhängt, ob man eine bezahlte Erwerbstätigkeit hat oder nicht. Wir brauchen ein Demokratie-Upgrade in Europa, mehr Macht für das Parlament, das zwar Legislative heißt, aber nicht mal ein Gesetzesinitiativrecht in Europa hat. Wir brauchen mehr Transparenz, und da fasse ich mich kurz, weil ihr die Themen alle kennt, mehr direkte Demokratie in Europa und solche Sachen wie Open-Antrag. Wir brauchen ein digitales Europa, breitbandsatt, wo wir uns an den besten Ländern orientieren und nicht an den schlechtesten wie hier in Deutschland. Wir brauchen Open Access und einen Zugang zu Wissen und Kultur für alle. Ein modernes Urheberrecht, wo uns Bruno gleich erzählen wird, wie das geht, denn der weiß das am allerbesten. Es gibt noch viel mehr zu sagen,
Aber so ist das mit begrenzten Redezeiten. Kommst du zum Schluss? Letzter Satz. Ja, ich komme zum Schluss. Ich wäre stolz, zu den ersten Piraten aus Deutschland im EU-Parlament zu gehören und biete euch 100% Motivation und Kompetenz dafür an. Lasst uns das gemeinsam machen.